Das Verstummen der Krähe ist ein Kriminalroman, bei dem es um ein ungewöhnliches Testament geht. Christina Marlowe, so heißt die Protagonistin, bekommt den Auftrag, dieses Testament zu vollstrecken. Und da geht es um viel Geld, aber auch um einen 6 Jahre zurückliegenden Mordfall. Das Perfide an diesem Erbe ist, dass es ein Kopfgeld ist, um die Erben unter Druck zu setzen und damit diesen Mordfall aufzuklären, für den damals angeblich ein Unschuldiger verurteilt wurde. Christina soll unter den 5 möglichen Erben nach dem wahren Mörder suchen. Nun wäre es natürlich ein völliger Irrsinn, sich auf solch eine Konstellation einzulassen. Das ist Christina auch bewusst und sie will schon ablehnen, als der Name ihres Bruders Ben ins Spiel kommt, der vor 6 Jahren unter ungeklärten Umständen spurlos verschwand. Ja, das ist dann natürlich der Punkt, an dem es für Christina kein Zurück mehr gibt. Leserinnen und Leser, die Spannung lieben, psychologisch überzeugende Charaktere und die auf der Suche sind nach Geschichten, die so auch in ihrer Nachbarschaft spielen könnten. Es gibt mir die Möglichkeit, in andere Lebenswelten abzutauchen. Meine Protagonistin schaut ja bei ihrer Arbeit als Nachlassverwalterin hinter die Fassaden. Und da gewinnt sie Einblicke in die unterschiedlichsten Schicksale, Tragödien und Verstrickungen. Manche Menschen hinterlassen ja, wenn sie sterben, noch eine offene Rechnung. Und wie deren Geschichten dann weitergehen, das finde ich spannend. Ich arbeite gerade an einem neuen Roman und so viel darf ich schon verraten. Es wird wieder ein Christina Marlowe-Krimi und er wird im nächsten Jahr erscheinen. Im Sinne einer Botschaft möchte ich gar nicht. Mir kommt es darauf an, Sie gut zu unterhalten, wenn Sie mein Buch lesen, Sie zu fesseln und aus Ihrem Alltag zu entführen. Und wenn Sie dann die letzte Seite gelesen haben und sich wünschen, die Geschichte würde noch nicht enden und Sie müssten noch nicht wieder aus ihr auftauchen, dann bin ich ganz zufrieden.